Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer im Filmmuseum, zu La Strada von Federico Fellini aus dem Jahr 1954. Warum habe ich diesen Film ausgewählt? Das fällt mir nicht schwer zu sagen, das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe ihn wirklich schon oft gesehen und jedes Mal versuche ich so ein bisschen mit professioneller Distanz drauf zu gucken, um zu gucken, wie ist das denn überhaupt gemacht, warum funktioniert dieser Film so, wie er funktioniert. Es gelingt mir einfach nicht, weil der Film einen emotionalen Sog entfaltet, den man sich, glaube ich, ganz, ganz schwer entziehen kann. Also mir jedenfalls gelingt das nicht. Und das ist ja einer der frühen Fellini-Filme. Er ist ja dann im Verlauf seiner Karriere so ein bisschen versponnener geworden, auch so ein bisschen seltsamer, ein bisschen bizarrer. Ja. Das mag ich auch sehr, aber hier in diesem Film ist er noch ganz im Neorealismus. Ja. Dieser interessanten Strömung des italienischen Kinos der Nachkriegszeit, wo die Autoren sehr dicht an die Protagonisten ihrer Geschichten gegangen sind, teilweise mit Laiendarstellern gearbeitet haben auf den Straßen. Und das spiegelt sich auch, finde ich, in La Strada, weil der Film eine große Einfachheit hat in seiner Erzählung und das macht ganz sicher auch seine Stärke aus. Er hat zwei wunderbare Hauptfiguren, Gelsomina und Zampano. Zampano, man kennt das, das ist ja in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen, mach hier nicht den Zampano, das kommt von diesem Film. Zampano, ein Straßenkünstler, Straßenartist, der ein kräftiger, bulliger Kerl ist, der Ketten sprengt, der sucht eine neue Assistentin und kauft Gelsomina, die ein sehr einfaches, naives Mädchen ist, für ein paar Lire von ihrer Mutter ab und jetzt zieht dieses doch sehr ungleiche Paar, dieses fragile Mädchen und dieser bullige, raubeinige Kerl, jetzt zieht dieses Paar durch die Lande. Und getragen ist die Erzählung natürlich von diesen großartigen Schauspielern. Ja. Giulietta Masina spielt Gelsomina, das ist die Frau von Federico Fellini gewesen und Anthony Quinn, unvergesslich, finde ich, als Zampano, der immer wieder durchblicken lässt, dass hinter dieser teilweise boshaften, rauen Fassade doch ein Mensch steckt, eine verletzte Seele. Ganz besonders, wie er den Schluss des Filmes spielt, wird man, glaube ich, nie vergessen. Das zerreißt mir jedes Mal das Herz, wenn ich das sehe. Wo man plötzlich merkt, dass dieser raubeinige Typ trauern und fühlen kann. Ja. Besonders an diesem Film ganz sicher auch noch die großartige Musik von Nino Rota, einem der sicherlich wichtigsten Filmkomponisten überhaupt. Und der hat hier ein Trompetenthema erfunden, was sich natürlich zur Filmmusik entwickelt, das ganz sicher auch zur emotionalen Kraft dieses Films beiträgt. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß mit diesem wunderbaren Meilenstein der Filmgeschichte La Strada von Federico Fellini.